Guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Again The Witcher 3 Wild Hunt. Viel mehr sage ich auch nicht. Wir sind auf dem Weg, Flieder und Stachelbeeren in Eingang zu bringen und wir wollen die Nilfgaarder mal ein bisschen nach Yennefer fragen. So, rufen wir mal eben unsere treue Begleiterin Plötze. Hallöchen, grüß dich. Los, lauf! Und zum Glück hat unser Pferd ja Navi. Jo, es geht endlich weiter. Du hast vielleicht bemerkt, dass ein paar Tage nicht ganz so viel passiert ist hier auf YouTube. Aber das hatte ich ja auch schon im Video Jahresrückblick 2019 angekündigt. Das kann einfach mal sein, dass das Real Life ein bisschen vorgeht. Ja, und dann passiert einfach mal so ein ganz kleines bisschen weniger. Vielleicht kommen wir noch nicht sofort zu Yennefer. Oh, wir haben ein paar Ertrunkene. Unser Silberschwert sollte uns da helfen und vielleicht sollten wir nicht die Klippe runterspringen. Sondern dort. Okay. Es ist ein paar Tage her, ich muss mal kurz die Steuerung angucken und ah ja, ja genau, das war Hauen, das war Ausweichen, Alter, und das war gegen mich in dem Fall. Und dies geht weiter. So. Und ich erinnere mich an der... In der letzten Folge haben wir ja das Schlachtfeld ganz gut geplündert. Und ich glaube, wir sollten auch den nächsten Händler mal besuchen und das alles nochmal kaufen. Das braucht ja kein Mensch. Und egal, was wir hier finden. Wir können gucken, was wir finden. Ja. Ja. Gut, dass wir hier irgendwie nicht gemacht haben. Aufnehmen, was gibt's denn hier? Eine vikobarische Klinge. Kleiner Rundstein, Schema, skellige Gambeson, nicht schlecht. Und eine herausgerissene Seite Waldschrat. Und damit haben wir ein neues Rezept. Guck mal, einfach so. Ich muss mich räuspern. Ich war ein paar Tage erkältet, das kam auch noch erschreckend dazu. Vielleicht bin ich es auch noch. Jägerstiefel, Meistergegenstand nehmen wir auf jeden Fall mit. Zerriebene Perle nehmen wir mit. Schema Jägerhandschuhe, da können wir auch mal vielleicht selber welche machen. Und Echidna Absud. Können wir auch fertig. So, und was wir auch jetzt machen können, wäre übrigens das da. Also das da. Hätten wir machen können, sind aber von der anderen Seite gekommen. So, kann Geralt da schon, den Stein hauen? Nee, da möchte er doch überhaupt nicht hauen. So, hier haben wir auch alles gesehen, jawohl. Irgendwas sagt mir ja, dass das hier die Markierungen sind, dass wir hier raufkommen, hier. Und Petersilie. Die nehmen wir unserem Pferd jetzt mal eiskalt weg. Los, los! Eine Leiche haben wir, glaube ich, liegen lassen. Das sehe ich am X gerade, aber mir ist auch wurscht. Noch ein paar ertrunkene Mehl, aber da war diesmal kein Fragezeichen dabei. Ja. Geht auch hier in The Witcher 3 Wild Hunt schon gleich wieder los. Man sollte ab und zu mal die Hauptquest machen. Ne? Und sich nicht nur noch in jedem Quest aufhalten. Aber wir sind hier noch im Startgebiet und Stand jetzt wird es so laufen, dass dieses Gebiet auch das einzige ist, was wir erstmal sehen.
Und dann gibt es einen kleinen Cut und dann müssen wir mal schauen, ob dieses Let's Play dann irgendwann weitergeht. Auch erstmal gucken, wie viele Folgen das dann bis dahin noch werden. Aber wir reisen es schon trotzdem ganz gut und wir haben ja auch schon rausgefunden, dass selbst das Startgebiet bei The Witcher 3 schon sehr groß ist. Es gibt viel zu entdecken. Schneller! Und für die damalige Zeit sah es wirklich wunderschön aus. Als ich das, Let's Talk Video gemacht habe über 2019, da dachte ich auch, okay, wenn man jetzt den direkten Vergleich mit Red Dead Redemption 2 hat, da mag man hier ein paar Abstriche machen, dann ist The Wild Hunt doch ein bisschen mehr Comic. Aber auf der anderen Seite fand ich diese Grafik wirklich einfach nur schön, als ich es gespielt habe. Und das wurde mit den DLCs auch noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen bunter. Kein Vergleich. Zu Fallout. So, wer bist denn du? Guten Tag. Schniefuß. Kann man dir helfen? Nein. Oder nicht? Dann eben nicht. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir sie nicht irgendwie überfahren. Suchst du Ärger? Langsamer. Nee, ich wollte. Ach so, egal. Aber detailreich war The Witcher 3 schon. Und jetzt schauen wir hier mit den Sonnenstrahlen und mit der Mühle. Also das war schon ein schönes Spiel. Und ist es auch lang. Aus der Eiche schaut. Komm schon! So. Ach, da los, lauf! Okay. Noch ein Tor wollte ich durch. Dann nicht. Wo sind sie denn, die Nilfgaarder? Friedhof von Weiß. Langsam. Eieiei. Und da ist ein. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. So, Achtung. Die Zahl links vom Gesundheitsbalken eines Gegners steht auf dessen Stufe. Wenn die Zahl rot ist oder ein Totenkopf angezeigt wird, dann ist der Gegner viel stärker als du. Ja. Tschüss. Erscheinung lassen wir mal. Entschuldigung. Und den Ort der Macht, den holen wir uns dann einfach ein kleines bisschen später, wenn wir größer sind. Komm schon, Plätze. Oh. Mach langsam. So, wieder ein paar Nilfgaarder. Los, Jungs. Lauf! Da haben wir schon drüber gesprochen, ob wir jetzt eine pechschwarze Rüstung anhaben, aber halt noch ein bisschen dumm sind. Ja, stimmt. Dann rechts, entscheide euch. Los! Neue Markierung, bewachter Schatz. Reichen die Spur nochmal. Aber jetzt. Da kommt ihr kleinen Wölkchen. Klappt doch. Wir haben jetzt ein bisschen Hundeteil, ein kleines Wolfsfell und wir haben einen Schatz gefunden. Rubinstaub und Diamantenstaub. Und ich habe ein bisschen. Und auch ein bisschen mehr. Stahlwaren. Hallo. Und da ist die große Kiste Leinen, Kohle, kleine Art, Lüfe,
Glyphen, das wird auch noch ein Thema, wenn wir unsere Schwerter ein bisschen pimpen wollen. Öl, Dunkelerde, Erz, Bernsteinstoff, Schweinehaut. Das ist doch alles in allem schon mal ganz gut so. So. Diesmal nehmen wir auch die ganzen Hundepark einmal mit. Und die Wolfsleber. Ganz, ganz wichtig. Wenn wir zum Menüfranern laufen, sollten wir vielleicht auch mal eben die unser Schwert wieder wegstecken. Gerade habe ich mich gefragt, wie das hier wohl VR aussehen würde. Und an der Stelle kann ich verraten, ich habe Skyrim in der VR-Version zu Hause. Und habe auch mal so eine kleine Probeaufnahme gemacht, leider. Als Let's Play weiß ich noch nicht, ob das hier erscheinen wird, weil einfach die Bildqualität... Je besser ich es sehe, also quasi man hat schon dieses Virtuelle, es ist unglaublich groß und man wirkt schon, als wenn man mittendrin ist, auch bei einer etwas älteren Grafik. Allerdings, du wirst dann etwas weniger sehen und deshalb bin ich ja noch mit mir am Hadern, ob es ein paar Folgen geben wird, einfach mal so zum Testen. Oder auch von der Stadt. Ja, guten Morgen. Guten Tag. So, wir haben die Garnison entdeckt und klopfen mal an. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm! Kann ja mal kurz die Fronten klären. Halt! Da und ich geh mal rein. Eine Sache, die mir im Spiel tatsächlich besser gefällt als in der Serie umgesetzt, das sind halt dann doch Soldaten, ne? Nicht irgendwelche schwarzen, bösen Viecher, sondern Menschen. Wie man hier schon sieht, am Lager. Ne, die langweilen sich ein bisschen, der sitzt da ein bisschen. Manche machen Arbeit, manche wachen. Ich glaube, ich sollte ein Brot essen, oder? Was trinken. Oh, Blümchenpflücken. Wäre Ben. Da ist ein Amboss. Sind wir schon Freunde? Verkauft ihr uns schon was? Ja, Exzellenz. Ich weiß, dass in euren Speisen schon mehr Quartiermeister ich rede mal mit dir. Aber Soldaten sind auch nur Menschen. Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort. Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen kannst du das auch? Das kann ich super. Pass mal auf. Zeig mir, was du anzubieten hast. Aber erstmal ein bisschen Smalltalk. Wie läuft's? Wie ist die Moral hier im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Ah, also doch ein Spion. Oder einer, der Ärger machen will. Ich bin nur neugierig. Na schön. Du kannst allen sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist, wie alle wissen. Und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben. Apropos, bist du hier, um was zu kaufen? Ich bin hier, um was zu verkaufen. Ja. Zeig mir deine Waren. So, siehst du, denn wir haben einiges. Mal kurz gucken, was wir hier eventuell verkaufen könnten, wenn wir wollten. Aber wir haben Monsterknochen, Handwerkzutat, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, was wir hier haben. Harz, also eine gewöhnliche Zutat. Die Handwerkssachen lassen wir mal. Questgegenstände lassen wir auf jeden Fall. Verzehrbares will der gar nicht haben. Tränke haben wir gar nicht so viel und wir haben das hier. So, ein rostiges Novigrad haben wir gar nicht mehr gesammelt. War das so wenig? Ich dachte, das wäre deutlich mehr gewesen. Ha. Okay,
Also, minus 12, das können wir auf jeden Fall verticken. Minus 19 können wir noch mehr verticken. So, plus 8 Schaden, das behalten wir vielleicht mal. Minus 7 ist auch sowas von wurscht. Minus 4 ist wurscht. Und was haben wir hier noch gefunden? Plus 4 Stahl. Plus 8 Stahl. Also können wir hier auch locker sagen, ist dann auch egal. So, Kavalleriehose gibt uns momentan sogar schon plus 2 auf das, was wir haben. Und die Jägerstiefel sind auch schon besser als die, die wir haben. Ich mag aber dieses Anfangsset von Geralt noch ganz gern. Und Handwerk und so weiter, das lassen wir mal. Ja, ich glaube, das ist okay so. Tschüss erstmal. Bis dann. So, im Turm, also in diesem Turm. Und jetzt nehme ich die Pusteblume endlich mit. Jetzt mal gucken, ist die denn so. Machen wir mal keinen Ärger und gehen dann mal hoch. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Ich mag einfach den Humor von Geralt und deshalb machen wir auch schön mit. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wadgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Erstmal ein bisschen reden. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Ja, der Experte ist ja wohl hier. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche ein bestimmtes Kraut und ich brauche mehr Informationen über den Greif. Fangen wir mal damit an. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nichts sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Und das brauchen wir auch noch. Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut, Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau.
Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Jo. Tomira und Mislav. Danke. Es so und jagten. So, wenn deine aktuelle Quest aus mehr als einem Ziel besteht, kannst du R3 drücken, um ein anderes Ziel zu verfolgen. Das wissen wir ja im Prinzip schon. Nee, klauen tun wir hier nichts. Schauen uns mal noch ein kleines bisschen hier um. Also, wie gesagt, ich finde, das ist schon irgendwie toll gemacht. Wenn wir dann ab und zu auch mit über die Serie reden, das tun wir ja klar automatisch, weil optisch uns jetzt beides ein bisschen trägt. Von der Freiheitbrigade gehört. Das Spiel geht natürlich auch irgendwie seine eigenen Wege und das ist auch gut so gewesen. Und da ist es auch ganz gut, dass die beiden unterschiedlich geworden sind, also dass die Serie nicht eins zu eins das Spiel verfilmt. Inhaltlich geht es ja sowieso erstmal um die Bücher. Jo. Wir haben ein bisschen was vor uns und das werden wir tun. Holen wir uns dann mal den Greifen.